Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zwischendurch. Das hier ist jetzt schon mein zweiter Versuch, das aufzunehmen, weil ich beim letzten Mal die Tonaufnahme ein bisschen verkackt habe. Das hat da quasi die ganze Zeit aufs Extremste übersteuert. Und ja, jetzt sieht das Ganze vom Ausschlag schon ein bisschen besser aus. Ja, was ich euch in diesem kleinen Video erzählen möchte, das seht ihr bereits im Hintergrund. Und zwar geht es um meinen Reiter Kanalinfo. Da stehen nämlich seit gestern so ein paar Sachen, nämlich in der Rubrik noch ein paar Hinweise zu meinem Kanal. Und zwar sind das quasi meine Kanalregeln. So, die beziehen sich nicht alle komplett auf den gesamten Kanal, sondern teilweise nur auf einzelne Rubriken. Und weil das da nicht so hundertprozentig mit drin steht, werde ich das Ganze in diesem Video nochmal ein bisschen erläutern. So, ich habe mir überlegt, dass es ein System gibt mit halt diesen paar Regeln. Und wer gegen eine dieser Regeln verstößt, der bekommt von mir einen Strike. Und bei drei Strikes gibt es einen Block. Ja, ist ja im Grunde genauso, wie das YouTube auch macht, ne? Wenn ich dreimal gegen irgendwelche Regeln verstoße, dann bekomme ich drei Strikes und dann ist der Kanal weg vom Fenster. Die paar wenigen Regeln, die ich mir für euch überlegt habe, sind: Erstens, ich werde in Zukunft keine Beleidigungen in den Kommentaren gestatten. Das gilt für meinen kompletten Kanal. Heißt also, wer ein Schimpfwort oder so meint, in die Kommentare schreiben zu müssen, bekommt einen Strike. Und dabei ist es mir völlig egal, auf welcher Seite ihr steht. Das heißt, es ist mir egal, ob ihr ein Hater seid oder ob ihr jemand seid, der ein Freund meines Kanals ist und den Hater-Down machen will. Denn ja, man kann alles ohne Schimpfwörter klären. Alles. Und wenn der Hater dich noch so unfassbar schlimm beleidigt hat, kannst du dennoch mit guten Argumenten und mit Worten, die nicht beleidigend sind, ihn fertig machen und ihm zeigen, dass es so nicht richtig ist. Und da ich eine grundsätzlich freundliche Community haben möchte, ist es einfach so, dass ich Leute, die Schimpfwörter benutzen, nicht gestatten werde. Ganz andere Geschichte ist das natürlich mit zum Spaß gemeinten Schimpfwörtern, ne? Wenn ich mich in einer Folge dumm anstelle, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich irgendwas Dummes mache. Ist doch völlig egal. Oder wenn ich euch auffordere, mich dumm zu nennen, was ich in einer Let's Play-Folge tue, schreibt das in die Kommentare, dann habt ihr ja von mir die Erlaubnis bekommen. Ne? Ich denke, ihr seid alle so vernunftbegabt zu wissen, was man da an Beleidigungen oder an Schimpfwörtern benutzen darf und was nicht. Und halt eben aus genau diesem Grund habe ich halt die drei Strikes eingeführt, wenn sich da einer mal nicht sicher ist und aus Versehen ein Schimpfwort benutzt hat, dann kriegt er halt erstmal einen Strike und dann hat er gemerkt, das sollte ich lieber in Zukunft nicht mehr tun und dann ist er nicht gleich geblockt. So, als zweites, auch Eigenwerbung ist nicht gern gesehen. Das gilt für die Kommentare unter meinen Videos. Und zwar ist das wie folgt: Ich möchte diesen Kanal gerne ein wenig übersichtlich und sortiert haben. So, und wenn ich ein Video hochlade, dann möchte ich gerne in den Kommentaren darunter Kommentare, die sich auf genau dieses Video beziehen. Und das ist halt, da habe ich mich jetzt ein bisschen verhaspelt, aber ich nehme das jetzt einfach mal im One-Take auf und nehme das mit rein. Ich fange jetzt das nochmal an. Also, ich möchte nur unter den Videos Kommentare haben, die auch zu diesem Video gehören. Und ich werde zu allen Situationen, wo es sein könnte, dass ihr irgendwie das Bedürfnis habt, mir einen Kommentar zu schreiben, ein extra Video hochladen, wo ihr die Möglichkeit habt, diesen Kommentar loszuwerden. Solltet ihr irgendwann mal trotzdem die Situation finden, dass ihr kein Video findet und dass ihr den Kommentar posten könnt, den ihr gerne loswerden wollt, dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, entweder den Reiter Diskussion auf meinem Kanal zu benutzen oder aber mir eine PN zu schicken. Und dabei ist es völlig egal, ob ihr YouTube, Facebook oder Twitter dafür benutzt. Ja, das war jetzt so ein bisschen auch
der Punkt 4, kein Spam, schon mit aufgegriffen. Genau, um nochmal auf Eigenwerbung zurückzukommen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Leuten, die mir gerne ihren Kanal vorstellen wollen. Das mache ich selbst ja auch. Benutzt dafür aber bitte die Möglichkeit, mir eine PN zu schicken. Dort könnt ihr mir reinschreiben, was ihr Cooles auf eurem Kanal macht. Ihr könnt mir einen Link zu eurem Kanal mit dazu packen. Und dann schaue ich mir gerne mal euren Kanal an und schaue, ob das was für mich ist. Und genau auf diese Weise zum Beispiel habe ich jetzt gerade gestern eine PN entdeckt, die von YouTube als Spam markiert wurde. Ist halt so, kann man nichts machen. Ich schaue mir auch den Reiter Spam an. Auf jeden Fall, ja, habe ich den Kanal dadurch entdeckt und habe ihn auch direkt abonniert, weil mir die Jungs, die das machen, sympathisch erschienen. So, und dann Punkt 3, erster Kommentare sind ab heute Pflicht. Ja, ich habe mit der Regel so ein bisschen übertrieben. Erster Kommentare sind natürlich keine Pflicht, ne? Wie soll ich denn kontrollieren, ob ihr jetzt auch wirklich den ersten Kommentar geschrieben habt? Ich kann ja nicht sehen, wer das Video wann geguckt hat. So, aber wenn ihr einmal bemerken sollt, dass irgendjemand unter ein Video von mir erster geschrieben hat, dann hatet ihn bloß nicht, denn das sorgt bloß dafür, dass ihr einen Strike bekommt und nicht der, der erster geschrieben hat. Ich finde die ganze Diskussion um erster Kommentare so überflüssig und ich finde es im Grunde eigentlich eine richtig schöne Sache, ein erster Kommentar. Da ist jetzt gerade das Stativ von meinem Mikro runtergefallen, das ich ja gerade nicht benutze, weil ich mir das Mikro direkt vom Mund halte. Ja, wie gesagt, erster Kommentare sind gerne gesehen und wer erster Kommentarschreiber hatet, kriegt einen Strike. Jo, das war dann auch schon alles. Genau, dieses Video legt den Grundstein für die FAQ-Playlist, in der ich von Zeit zu Zeit, sollten irgendwie mal genug Fragen zusammenkommen, Videos raushauen möchte, in denen ich dann die Fragen beantworte. Und dann kannst du, wenn dir irgendwie eine Frage auf der Zunge liegen sollte und du unbedingt gerne das wissen möchtest, schaust du erstmal in die Playlist FAQ. Dort siehst du dann die Reihe von Videos, die schon erschienen sind und kannst da gucken, ob deine Frage vielleicht schon beantwortet wurde. Und das machst du, indem du die Beschreibung aufmachst. Dort werden dann nämlich alle Fragen, die ich in dem Video beantworte, stehen. Und dann kann mit einem bestimmten Timelink, dann kannst du direkt an die Stelle springen, wo deine Frage beantwortet wird. Und sollte es vorkommen, dass du deine Frage noch nicht beantwortet findest, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, mir eine Nachricht zu schreiben, als PN mal wieder. Und dann werde ich die Frage bestimmt früher oder später beantworten oder aber dir zukommen lassen, dass ich die Frage nicht beantworten möchte. Ja, das ganze Video geht jetzt schon etwas mehr als 8 Minuten. Vielen Dank an die Leute, die mir so lange zugehört haben. Ihr müsst meine Stimme wirklich ausgesprochen wundervoll finden. Ja, ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem meiner anderen Videos wieder. Bis dahin, eure Ukulele.